There's a spider web where you used to live by the front door, and I wonder if an itsy bitsy part of me got lost in it. And between the broken wings, all the I love yous and the empty things, somewhere in those silky strings, an itsy bitsy piece of me got lost. I wish I wasn't on my way. I wish I didn't have to see it every day. Maybe it's the way it's supposed to be. This old house keeps haunting me. Maybe it's all a sign I need to light the spark. I wish I wasn't on my way. My way. I wish I wasn't on my way. My way. So here I am with a match in hand, tied to believe we used to dance. Spun me around this promised land so perfectly. I wish I didn't have to see it every day. Maybe it's the way it's supposed to be. This old house keeps haunting me. Maybe it's all a sign I need to light the spark. I wish I wasn't on my way. My way. I wish I wasn't on my way. Sure Gorillas. Was geht, Leute? Herzlich willkommen, Leute. Wie geht's euch? Alles gut? So, bevor ich erstmal hier anfange, Grüße gehen raus an iCode, Luca, Tony Mister, Sutrex, Armin, Mother's Over, Lego Army, Lolex, LOL, Ben Müll, herzlich willkommen, Digga, bei den VIPs. Grüße gehen raus an dich. Leute, alle mal Hashtag Ben Müll in den Chat. Und Patrick haut auch 5,49 Euro raus. Vielen lieben Dank. Leute, ich grüße euch alle. Ballert mal direkt die ganzen Namen hier raus. Vielen lieben Dank, Jungs. Was für Ehrenmänner hier. Ja, Snake, danke für dein Abo. Und zwar folgendes, Leute. Mein Streaming-Dingens wurde geupdatet, das OBS, und deswegen hing das gerade so ein bisschen. Also Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Grüße gehen raus an Ben Mühl und Patrick. Danke für eure Unterstützung. Dafür als erstes direkt die Crewkatze. So, und die erste Spende heißt Hamster. So, die VIPs sind auch am Start. Steve, Max, was geht? Aykut, Justin, Babakush, Stefan, moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Alter, Leute. Jim Button ist am Start. Dennis, was geht? Olivier, Servus, Legend.
Mein Wagen steht vor der Tür, Leute. Es wartet wieder eine Überraschung auf mich. Und ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Alex Berger, moin. Also Leute, jetzt könnt ihr nochmal alle reinschreiben, damit ich wirklich jetzt jeden vorlese, der hier jetzt am Start ist. Und währenddessen... Ach ja, das ist unsere neue Crewfarbe, Leute. Habe ich gerade reingemacht. Mango. Die lassen wir jetzt mal für ein paar Tage drin und dann wird wieder gewechselt. Also, Olivier, alles Gute zum Geburtstag, Digga. So, Marcel, hi, grüß dich. Rasul, Thorsten, P42, Gabriel, GTA sucht die. Dann Malik, Lolex, was geht? Die Rohrbombe, was geht? Gabriel ist am Start, Zarex ist am Start, Max Killer, Marcel, Johannes, Jeremy, Nico, Gabriel, Kavax, Justin, lol, aus Sitzung geflogen. Das ist mies, Digga. Das ist richtig mies. JD ist am Start. Hi, grüß dich. Percy, was geht? Malik Blanco. Hi, Army. Grüße gehen raus. Also, Leute, hier wartet ein Auto auf mich. Und ich bin echt gespannt, was... Oha, guck mal hier. Richtig Exkorte. Wahnsinn. Ultra Juri, hi, grüß dich. Lischkopo, hi, was geht? Kusim ist am Start. Anton. Digga, ich will hinten einsteigen. Wir machen das so. Ich steige von der Seite ein. Dann steigt er auch hundertprozentig hinten ein. Internet will nicht. Justin, ey. Das ist gerade echt mies. Schade, ey. Kavax, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Daniel. Legday Stream gleich Ehre. Oh, Digga, ich hasse Beine zu trainieren. Ist das ekelhafte überhaupt. Ich sag's dir. Schmerzen sein Vater. Pini Chio, hi, grüß dich. Bin am Duschen, wie immer, alles klar, Aykut, gönn dir, aber schön die Hände weglassen. Ich wurde dreimal gegrüßt, danke, Cola, gern geschehen. Stefan, leider war Urlaub zu kurz, aber Familie ist Priorität. Ganz genau, Stefan, an dieser Stelle wünsche ich dir auf jeden Fall deiner Mama gute Besserung und ich hoffe, die übersteht das ganz gut. Justin, komme später vielleicht wieder, wenn Internet geht. Okay, Digga. So, okay, mir geht's auch gut, danke, schön, Karx, das freut mich. Also, Stan Stan ist auch am Start, was geht? So, ich weiß nicht, wohin die Reise hingeht. Die Jungs, die haben mal wieder was vorbereitet in Kooperation mit Steve, Zarex und Legend ist jetzt drin, soweit ich weiß. Let's Run, bin einmal wieder in GTA drin und will wieder mitmachen. Schon darf ich keinen PS4-Stress haben mit meiner Mutter. Digga, Let's Run, du musst lernen. Daniel, danke für dein Abo. Du musst eins lernen, Junge. Wenn du das haben willst, was du bekommen willst, ja, dann musst du einfach die Schnauze halten und das machen, was deine Mutter will. Dann lässt sie dich auch bestimmt spielen. Jim Button, Grüße gehen raus, Digga. Aykut, Audi. Audi, wenn ich an Audi denke. So, okay. Also Leute, es geht Richtung Friedhof. Ich hoffe, es ist nicht meine Beerdigung. Mein Bruder, was geht? Hole bald VIP und muss jetzt... Sorry, kein Problem, Fireplace. Und Ben Mühl an dieser Stelle nochmal. Bitte schreib mich nochmal im Discord an, damit ich dich als VIP eintrage. Und damit du natürlich auf die VIP-Liste kommst. Nicht vergessen, auch deine PSN nochmal mir zu schicken, damit ich dich in meine PSN... Lol. Und wie hast du den Mercedes gefunden? Dubai sind hammergeile Autos. Ja, das stimmt, Stefan. Also, wo ich das gesehen habe, hatte ich richtig Bock auf ein so Dubai-Treffen hier in GTA. So in diesem Sinne, in diesem Style. Ja, Let's Run, Digga. Beruhig dich, Digga. Wenigstens kannst du Stream gucken. Okay, Leute. This is a disaster. Wir stehen hier vor einem Grab. Das ist Steve. Ich glaube, es soll Dominic Toretto darstellen. Der Fast and the Furious Darsteller. Okay, da oben kommt was. Da oben kommt was. Digga, ich krieg irgendwie gerade Gänsehaut. Ich weiß aber nicht warum. Achso, ich soll da einsteigen. Okay, wie heißt das Lied? Monster, das ist so ein Mix. Aber die Staatsvollromo, halt die Digga, let's run. Mach keine. Oha, die machen jetzt hier die Szene.
Alter, diese Jungs, die gucken zu viel Fast and the Furious. Wer kennt diese Szene? Schreibt mal in den Chat. In den Chat, Jungs. Dankeschön, Lauren. Lolex, gestern Abend war kein Stream, also erstmal Fast and Furious angeguckt. Ehre, Digga. Kusum schreibt, ich kenne sie. Okay. Wer kennt sie? Toretto und Jason Statham. Boah, Digga. Ich schwör's, ich krieg wieder Gänsehaut. Keine Ahnung, was das für eine Szene ist, schreibt Daniel. Aber zum Glück streamst du endlich direkt wieder ein bisschen bessere Laune. Und danke nochmal für den Mod. Gern geschehen, let's run. Alter, boah, was denn da passiert? Okay, wir suchen ihn. Wo kann er sein? Da hinten kommt er raus. Und gib Gas. Komm, Steve. Skiz Black, hi, grüß dich. Private Gründe. Was? Dennis, hi, grüß dich. Furzbomb ist auch am Start. Alter. Was ist hier los? Ach du Scheiße, Leute, jetzt kommt die Szene. Boah, ich krieg Gänsehaut. Ich krieg... Boah, Leute. Wow. Okay, Kampfszene. Kampfszene. Oha. Ich will mich da nicht einmischen. Oha. Es wird von hinten geschossen. Just Bring It ist mit am Start. Ehre, Digga. Pass auf, ey, sonst ist es überfahren. Ende. Leute, alle mal in die Hände klatschen. Tut mir mal einen Gefallen. Alle ein Herz für die Jungs raushauen. Die haben sich hier richtig Mühe gegeben. Richtig geil. Ey, Leute, ohne Witz, ich feiere das total. Ich feiere das total, ohne Witz. Die geben sich richtig Mühe. Guck hier, Audi direkt. Also, Steve, Just Bring It, Zarix und Legend. Vielen lieben Dank. Guck mal, was für Ehrenmänner. Alle in den Chat Herzchen haben und Dollarfägen. Leute, ihr seid solche Ehrenleute. Vielen lieben Dank. Ey, ohne Witz, ich hab... Also, das war jetzt schon wieder Gänsehaut-Moment. Richtig geil. Richtig geil. Und Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst doch ein Like da für diese Ehrenaktion. Hammer. Also, ich habe viele Sachen schon erlebt jetzt so in dieser ganzen Tuning-Geschichte, die wir jetzt hier machen. Aber das habe ich nicht erlebt. Ohne Witz, dass hier die Jungs von sich aus solche Szenen darstellen, nachstellen. So, Bad Tony, die Crewkatze, die kommt immer bei einer Spende. Gorilla, machst du auch einen Tee? Was? Also Leute, das Thema jetzt sind Limousinen. Bitte tut mir einen Gefallen und bringt alle eine Limousine. Black Ninja, moin, grüß dich. So, ich muss mal hier gerade den Mechaniker anrufen. Alles gut, ich bestell gerade. Was für Ehrenleute, ohne Witz. Richtige... Oha, der macht dicke Hose, oder? So, okay. Also, ich will alle hier mit einer Limousine sehen, Leute. Aber bitte keine Stretch-Limo. So, und ich gucke jetzt mal, was ihr so am Start habt. Ich würde den Wagen jetzt eigentlich so lassen, wie er ist. Aber um euch einfach nochmal die neue Crewfarbe zu zeigen, baller ich die Crewfarbe jetzt da drauf.
So, zum Beispiel dort hinten sehe ich ein Cabrio. Das ist keine Limousine. Leichenwagen, ich weiß nicht. Leichenwagen, wenn, dann bitte als letzter fahren, bitte. Auch der Kombi dahinter. Also der Leichenwagen als allerletzter, wirklich. P42, gönn dir. Geizhals, gib mal was ab. So, okay, ich zeige euch jetzt erstmal die neue Crewfarbe. Man muss die erstmal auf sich wirken lassen. Ich glaube, bei anderen Autos sieht sie auch besser aus. Ich bitte aber die Jungs, die gerade bei mir sitzen, gleich mal auszusteigen, damit ich den Wagen erstmal tiefer legen kann. Boah, nee, das geht gar nicht. Das sieht Katastrophe aus. Stefan sammelt ordentlich Punkte wieder. Direkt aus Dubai zurück und sammelt direkt Punkte. Gabriel auch. Eikut. Ehre, Digga. Neue Crewfarbe ist mega cool. Dankeschön, Daniel. Also die habe ich vorhin erst drauf gemacht, Leute. Lolex, ihr könnt mich jetzt nicht mehr mit Essen bestechen. Ich habe vorhin Döner gegessen, bevor ich nach Hause gekommen bin. 13,5 Stunden, uff. Ehre, Legend. Ey, Baumstamm, Grüße gehen raus. Der hat sogar in Dubai hat der Stream angeguckt, Leute. Selim, Grüße gehen raus, schön, dass du auch da bist. Erstmal tiefer legen, Leute. So, sehr schön. Oh, das geht doch noch. Also wenn der Wagen tiefer gelegt ist, dann hat man auf jeden Fall einen besseren Eindruck. Bergniveau, hi, grüß dich. So, geht doch eigentlich, oder? Kann man mit leben. Paul Gaming, grüß dich, herzlich willkommen. Baba Mische, was geht hier ab? Grüße gehen raus. Hört auf von Essen zu reden. Bin allein zu Hause und kann kein Essen machen. Muss Gorilla-Stream schauen. Lol. Hä? Ist deine Mutter nicht zu Hause, hast du gesagt? Ja, Alter, mein Leben ist nur noch Gorilla-Army-Stream angucken. Ehre, Stefan, Ehre. Habe Hunger, habe nichts zu Hause zum Essen. Ei Gott, da redet besser nicht von Essen. Okay, Leute, lass mal Richtung Waschstraße fahren. Also, wie ich sehe, ist das Cabrio dort hinten immer noch da. Ups. Ey, chill. So, wo ist denn eigentlich Eddie? Ich habe gesehen, der ist in der Sitzung, aber nicht im Chat. So, okay, hier dieses Auto zu meiner Rechten. Ist keine Limousine, ist ein Cabrio. Bitte weg damit. So, ansonsten würde ich sagen, wir fahren wieder zur Tanke, lassen die Autos einmal waschen und dann können wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen. Will jetzt bei mir mitfahren, Sarix. Ehrenmann. Alexander Böhmann, Grüße gehen raus. Mein Leben besteht aus Fitnessstudio und Gorilla-Streams. Daniel, Ehre. Die ist weggegangen, hatte keine Lust mehr gehabt zu Hause. Okay, let's go. Kannst du mal mein neues Video bewerten? Ich sage euch ganz ehrlich, ich war heute sowieso am Überlegen, ob wir einen Reaction-Stream machen oder ob wir ein Tuning-Treffen machen. So, aber ich glaube, wir könnten eventuell morgen so einen Reaction-Stream machen. Habt ihr Bock drauf? Sollen wir mal morgen lieber ein Reaction-Video machen? Rap, moin, grüß dich. Aber schön, dass du trotzdem eingeschaltet hast. Weil dann würde ich das so machen, Leute. Und dann werde ich die Leute in meiner Community natürlich gucken, dass ihr mir Videos schickt und dass ich die dann anschaue. Und ich versuche mich auf jeden Fall auf dieses Thema GTA auf jeden Fall zu begrenzen. Vielleicht wird das ein oder andere Video auch außerhalb von GTA sein, aber mal gucken. Du weißt, du bei Autobahn kannst ja schnell fahren. Wir sind mit Kollegen TTS gefahren. Alter, sag nur Autobahn. Der kannst richtig geil Sachen machen. Vor allen Dingen, wenn du da unten Geld hast, wenn du einer von den Scheich bist, ne, kannst du mal eben alles absperren lassen.
Aber heute neue Videos hochgeladen, kannst die morgen vielleicht gucken. Alles klar, Daniel. Also ich werde morgen wahrscheinlich dann eure Videos checken, Leute. Dann gucke ich mal, was ihr so produziert habt. So, Nico, du musst, also wenn du in der Crew bist, dann kannst du hier mitmachen. Alter, ich habe echt einen richtig langen Wagen. Was habt ihr denn gedacht? Langen Fuß, oder? Polizei Lambo, geil. Oh ne, Dennis ist gerade rausgeflogen. Boah, sehr schöne. Oh, Ultra Yuri. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Eddai, schön, dass du da bist. Ich dachte schon, warum schreibt der Junge nicht? Die Macht des Geldes ist echt krass in Dubai. Ja, Nico. Das ist überall so. Überall regiert Geld die Welt. Aber solange eure Herzen am rechten Fleck sind, ist alles in Ordnung. Fingernagel. Ender Multani, hi, grüß dich. Pro Gamer, machst du auch an Ostern ein Tuning-Treffen? Sehr wahrscheinlich. Lebkuchen, hi, grüß dich, herzlich willkommen. Leute, was ist denn heute los? Was ist heute los? Keiner geliked oder was? Lass mal ein Like da, Leute. Eikut, hau die Dollarfelgen raus. Ich finde deine Crew nicht zum Nachjoinen. Du musst ja auch erstmal der Crew beitreten. Also Leute, wer hier mitmachen will, der erste Link in der Videobeschreibung. Komplett angucken, dann wird dir alles erklärt. Mashallah, dieser Spruch ist 10.000% Real Talk. Das stimmt. Ehre. Kannst du Crew-Anfragen annehmen? Black Mans, ich guck gleich. Dennis, grüß dich. Emil ist auch am Start. Moin. Snob Irvine. Hey, ich habe eine gute Idee und zwar mach mal eine Motorrad- bzw. Harley-Tour. Ja, Digga, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von Motorrädern. Auch aus dem Grund, weil meistens die Leute sich da nicht so gut orientieren können. Und hab zwei Supra gesehen. Alter, nur Power. Ja, Digga, ohne Witz. Ich darf auf jeden Fall nicht in so ein Land fliegen. Weil dann drehe ich am Rad. Kann man mit einer PSN-Karte spenden oder nur PayPal? Warum stand mit einer PSN-Karte? Oder meinst du PaySafe-Karte? Ich weiß es nicht. Schaffen wir die 100 Likes? Nico, ich weiß es nicht. Das sehen wir. Das sehen wir auf jeden Fall, wenn die Leute noch eine weitere Sitzung gleich sehen möchten. Lass einfach gleich ein Like da. Voll kompliziert, mit dir mal was zu starten bei GTA. Ja, Digga, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So ist das leider hier. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich Hammer. Wir machen die besten Tuning-Treffen in der deutschen GTA-Szene. Und ich glaube, wir sind mit eins der größten überhaupt. Was auch direkt zum Nachteil ist, wenn nur 30 Personen in eine Sitzung können. Wir beide nächstes Jahr 100% Urlaub Dubai und zwei AMG holen und Autobahntest. Alles klar, Stefan. Kannst du den Highway Drag Race noch? Ja. Bin gestern mit einem Skyline mitgefahren. 800 PS und Supra mit 6. Oh, geil. Baumstamm. Sergio. Moin, Grulle. Hab bald neue PS4. Da heiße ich dann. Okay. Ich schreibe dir über Instagram. Werde die FA schicken. Okay, alles klar. Kannst du versuchen. Kannst du den Schafter LWB zählen lassen, obwohl er Sportwagen ist? Weil dann würde ich ihn nehmen. Ja, der geht klar. Der Schafter V12, der LWB, der geht klar. Weil den gibt es einmal hier so als Limo und dann als Sportwagen. Das lasse ich auf jeden Fall durchgehen. Kannst du Jaylan grüßen? Grüße gehen raus an Jaylan. Kannst du dich online stellen? Guck mal, Benz SLS. MMC, Servus Gorilla, alles easy, Kuss auf die Nuss. Grüße gehen raus, Digga, geiler Bart. So, Red Oni ist auch am Start. Nico, bin gestern auf meinem Fahrrad mitgefahren. Nicht mal ein PS.
Asphalt Outlaws, habe vor GTA 5 Online-Spielen nicht gemerkt, dass du streamst. Lol. Ist auch nicht so schlimm, Leute. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ab und zu kriegen die Zuschauer bzw. Abonnenten keine Benachrichtigung. Und das finde ich so ein bisschen traurig. Deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall, bei uns in Discord zu kommen, weil da kriegt ihr zu 100% die Benachrichtigung. So, aktuell haben wir 30 Leute wieder in der Sitzung. Robin, was geht? Grüße gehen raus, herzlich willkommen. Lol. Kann dann an Ostern mitmachen, weil ich dann wieder PS Plus habe. Okay, Pro Gamer. Legende Black. Yo, mach's gut. Seit wann gibt es die GA? Boah, schon lange. Kyrgios, am 25. kommt ein neues Update, sagen die Leaker. Lassen wir uns überraschen. Ossis, du kommst jetzt erstmal zur Werkstatt mit deinem Auto. Da fehlt das halbe Auto vorne. Geh dir mal reparieren. So, Nico, schön, dass du da warst. Der Leichenwagen ist direkt hinter mir und dahinter sind noch welche. Ja, wahrscheinlich hat er auch nicht. Sind die anderen später dazu gekommen? Boah, der sieht richtig geil aus. Nice. Dieter Bohlen. Nice, Digga. Ich werde dort sterben, lol. Kann leider die nächsten Streams nicht mitmachen, weil ich nach Italien fahre. Boah, Digga, freu dich doch, ist doch geil. Italien ist geil. Why, why, why? Guckt euch mal den Adai an. Der macht hier richtig einen auf dicke Hose. So muss das Auto aussehen, Leute. Schwarz und dicke Felgen. Twitch, Jeremy, denke ich mal. Wie geht's? Alles fit? Ja, bei mir alles gut. Hoffe, bei dir auch. Ja, aber ich kann nicht mitmachen. Ja, Digga, das ist echt schade. Aber gut, Digga, gönn dir die Zeit auf jeden Fall. Boah, geil. Guck mal, Pro-Gamer. Ich kann momentan keine Freundschaftsanfragen annehmen. Die einzigen Freundschaftsanfragen, die ich momentan annehme, sind die von den VIPs. Bei mir auch, das freut mich. Oliver, ich habe meinen Leichenwagen gebracht und andere... Was? Und anderen Wagen genommen? Hä? Mit Bennys? Lasst alle ein Like und ein Abo da. Ich hätte dir was gespendet, aber kein Geld mehr. Kein Problem, Leute. Fühlt euch nicht dazu gezwungen, zu spenden oder so. So, wer ist das? Der kann sein Auto direkt wieder wegpacken. René, Marvin. Das Auto ist keine Limousine, Digga. Das ist ein Coupé, wenn überhaupt. Bring das bitte weg. Ist der Schafter V12 kein Sportwagen? Ja doch, Adai. Aber da der Schafter V12 und der LWB von der Optik eigentlich identisch sind, lasse ich das durchgehen. Okay, Olivier. Bin gestern in einem fetten 200k Benzer gefahren, mit übertriebenem 4 PS. Vier Weiber abgeschleppt, war übrigens im Bus. Why, let's run. Hab mich schon gewundert, schreibt Adai. Macht ihr gut, Jungs. Stell mir die Frage, weshalb das hier noch nicht so bekannt ist. Ach, keine Ahnung. Welche Autos muss man nehmen? Silenty, heute sind Limousinen dran. Also beziehungsweise in dieser Lobby. Kann übernächste Woche leider nicht dabei sein, weil ich auf meinem Trainingslager ohne Strom und Internet, damit wir nur trainieren und nichts anderes als Training machen.
Alter Daniel, bist du hier so richtig Elite oder was? So, GD Mambra, Grüße gehen raus. Hat mal wieder Internet. Grüße gehen raus, Digga. Matt, hi, was geht? Ist man dann aus der Crew geworfen, wenn man kein PS Plus mehr hat? Nein, auf keinen Fall. Nur wenn man sich nicht an die Regeln hält. Wann machst du ein Quad-Treffen, sobald das vorgeschlagen wird? Just bring it, der Wagen ist komplett demoliert. Reparier den bitte. Porsche Cayman S. Like natürlich da. Dankeschön, Asphalt Outlaws. Ehrenmann. Oh, guck mal hier, Kennzeichen. Hammer. So, Leichenwagen ist am Start. Mit einem Sarg hinten drin. Macht die Robbe. Ihr wisst, die Robbe, die kommt immer nach der dritten Spende. Programmer. Okay, dann bin ich noch drin. Ja, auf jeden Fall. Ihr werdet nur gekickt, Leute, wenn ihr euch nicht an die Regeln hält. Werdet ihr entweder gekickt oder gebannt. Und das ist der Grund, warum das Ganze bei uns so toll läuft. Kann man also noch mit Limousinen kommen? Ja, kann man noch. In dieser Sitzung auf jeden Fall. Bitte tut mir nur einen Gefallen, bringt nicht die Stretch-Limo mit. Alter. Digga, was für ein Ehrenmann. Ab nach Dubai, Digga. Wenn du so weitermachst, dann kann ich auch nach Dubai fliegen. Leute, alle mal Hashtag Sweetie in den Chat. 20 Euro, Leute. Krass. Stefan, du Ehrenmann. Ich danke dir. Was ein Ehrenmann. 20 Euro, Leute. Krass. Einfach nur krass, ohne Witz. Und dafür jetzt erstmal die Crewkatze, Leute. And chew me on some hot nigga. Like I talk to Shicey when I shot niggas. Like you seen. So, Sweetie, das war die zweite Spende heute. Insgesamt. Und dafür gibt es jetzt erstmal den Vogel. In 3, 2, 1. Fingo skrrra. Pa, 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 pa. Skibi kim pa, pa. And a pu, pu, tru, boom. Ehre, Digga. Vielen lieben Dank nochmal, Sweetie. Ehrenmann, danke dir. Walle, Grüße gehen raus an dich. Herzlich willkommen. Zedda, dann kommen wir fliegen nächste Woche. Ja, ich wünsche, das wäre so leicht. Hier steht eine Stretch. Leute, ich habe euch drum gebeten, bitte keine Stretch-Limo zu nehmen. Hab mir gerade Pizza bestellt. Wird sich gleich erstmal gegönnt. Gönn dir, Metal. Auf jeden Fall, lass dir schmecken. Leon, danke auf jeden Fall für die Information. So. Wie viel haben wir in GTA? Wir haben gleich 17 Uhr. Wenn ich jetzt da hingehe und die Stretch steht immer noch da, fliegt die Person raus. So, Unknown Legend. Richtig Baba-mäßig. Ohne Witz. Hammer. Sehr schön. Armin haut 1 Euro raus. Ich bin immer noch derselbe. Digga, ich danke dir. Ich bin immer noch derselbe. Ja, Grüße gehen raus an Armin. 1 Euro auf meinen Nacken, Digga. Vielen lieben Dank. Er hat Interesse an einem Panda-Treffen. Dafür gibt es jetzt erstmal die Crewkatze, Armin. And you be on some hot nigga. Like I talk to Shicey when I shot niggas. Like you seen. Dankeschön, vielen lieben Dank, Armin, auch nochmal an dieser Stelle. Wollte auch 20 Euro spenden, aber kein Geld auf der Mask. Ist völlig in Ordnung, Leute. Ihr müsst nicht reinschreiben, dass ihr spenden wolltet oder sonst irgendwas. Wenn ihr könnt oder wenn ihr wollt oder je nachdem, dann macht ihr das. Wenn nicht, ist nicht schlimm. So, also Leute, alle mal Hashtag Armin in den Chat. Ich danke dir. Und Bad Mühl Ballert, 99 Cent nochmal hinterher. Unser neuer VIP. Grüße gehen raus, Ben. Leute, alle mal Hashtag Ben Mühl in den Chat. Für dich jetzt auch nochmal die Crewkatze.
and Chewy on some hot nigga. Like I talk to Shicey when I shot niggas. Like you seen. So Leute, und ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir uns mal hier so ein bisschen locker zwischen die Beine machen und ein paar Übungen machen. Ihr wisst, was kommt, ganz genau P42. Alle VIPs, macht die Robbe, Leute! Robbe, Robbe, macht die Robbe, Robbe, macht die Robbe, Robbe, ich weiß, dass du das kannst. Robbe, Robbe, macht die Robbe, Robbe, macht die Robbe, Robbe, ich weiß, dass du das kannst. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle, Jungs. Und nicht vergessen, schreibt mir bitte im Discord, wie viel ihr gespendet habt, damit ich euch das Ganze eintrage. Und ich würde sagen, wir fahren los, Leute. So, okay. Ehre, Leute. Alle machen sich die Robbe rein. Einfach nur geil. Abfahrt. So, ich würde sagen, Armin haut wieder mal raus. Den Job Highway Drag Race interessiert mich auch. Eben war es auch, mega geile Szene von Fast and Furious Teil 8. Ehrenmann Armin, Leute, alle mal Hashtag Armin in den Chat, Dankeschön. Für 1 Euro, Grüße gehen raus an dich. Ja, die Jungs, die haben sich richtig Mühe gegeben, das hat man richtig gemerkt. Richtig einstudiert. Macht mich auf jeden Fall mega glücklich, Leute. Ohne Witz, dass ihr euch so viel Mühe hier gibt. Dankeschön. Also, Armin, nochmal für dich. Die Crewkatze. And Chewy on some hot nigga. Like I talk to Shicey when I shot niggas. Like you seen. Packte, ich würde sagen, ich gucke bei dem nächsten Spot nach Crew-Anfragen. Und unser erstes Like-Ziel, um eine neue Lobby zu eröffnen, sind die 100 Likes. Ich würde sagen, wenn wir die erreicht haben, gibt es gleich auf jeden Fall eine neue Sitzung. Das war Fast and Furious 7. Okay, Sarix, ihr seid die Experten. So, und ich werde auf jeden Fall die kommenden Tage das Video aufnehmen, wie man den Rockstar Editor benutzt. Und das wird auf jeden Fall eine tolle Sache, Leute. Dann könnt ihr auf jeden Fall richtig nice Bilder machen auf der PlayStation. Ganz easy, ganz einfach. Mit einfachen Mitteln. Das Lied's auch richtig geil. Alter, sweet. Nach Dubai, Digga. Vielen lieben Dank. Alter, Sweetie haut wieder 20 Euro raus, Leute. Dankeschön, Sweetie. Ehrenmann. Leute, alle mal Hashtag Sweetie in den Chat. Also dafür kann man auf jeden Fall nochmal den Vogel reinziehen. Ehre, Digga. Sweetie, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Boah, ich weiß nicht, ey, ohne Witz, so Dubai wäre schon geil, ehrlich. Das wäre richtig Hammer. Ja, Silent T, wenn du wüsstest, wie viel der Sweetie sonst auch immer spendet, einfach Hammer. Ja oder nein, Sarah? Stefan, ich, ohne Witz, ich würde sehr gerne, ehrlich. Kannst du mich vielleicht auf PSN entblocken? Ich glaube nicht, Sweetie hat zu viel Geld. P42, Digga. Er verdient halt vielleicht besser als der ein oder andere, aber hat trotzdem noch sein Herz am rechten Fleck und das ist das Wichtigste. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Und da danke ich auf jeden Fall nochmal. Ehrenmann, ganz genau. TT und Dubai. Wisst ihr, was wir machen? Als nächstes Motto, wenn wir jetzt nicht alle in Dubai sein können, dann lass uns doch Dubai hier hinholen, Leute. Ohne Witz, lass uns Dubai hier hinholen. Lass uns gleich ein Treffen machen, so richtig Dubai-Style.
Stefan, da musst du dann auf jeden Fall dabei sein, okay? Also Leute, wir machen gleich in der nächsten Sitzung so ein richtig Hypercar. Da müssen wir wirklich die dicksten Kisten haben. Die dicksten Kisten. Du musst dabei sein, definitiv. Fan, grüß dich. Wow, und ich kann nicht dabei sein. Alles gut, Let's Run. Wir werden es vielleicht irgendwann wiederholen. Digga, Leute, guck mal hier oben. Was macht der denn hier oben? Am Balkon, habe ich zum ersten Mal hier gesehen. Sweetie ist dein Ehrenmann. Definitiv Dennis. Dubai-Style, ja. Finde ich geil, Sarix. Ich auch. Passt das dann, wenn ich mit Panto komme? Auf jeden Fall, Lolex, klar. Das ist ein, guck mal, das ist ein Verbrecher. Der wollte bestimmt da oben einbrechen und jetzt kriegt er die Tür nicht auf. Wollte dir gerade spenden, aber PayPal funktioniert nicht. Alles gut, Lebkuchen. Danke auf jeden Fall, dass du daran denkst. Also wie gesagt, Leute, ihr müsst es nicht reinschreiben, ehrlich. Ihr müsst es wirklich nicht reinschreiben. Wenn es geht, dann klappt's. Wenn nicht, dann nicht. Ist nicht schlimm. Natürlich freue ich mich über eure Unterstützung natürlich. Verrückte Autos, geht das auch? Nein. P42, wir machen gleich so ein richtiges Hypercar-Treffen. Hallo Gorilla, bin jetzt auch am Start. Hunter Killer, schön, dass du da bist. Fan, musste weg, unser Nachbarshaus ist am Brennen. Lol. Also das würde mich nicht hindern, GTA zu spielen. Nee, Spaß, natürlich. Evakuieren. Machst du nur Tuning-Treffen? Wird doch noch einer Zeit langweilig. Dennis Dolan, eigentlich nicht. Uns macht das Spaß. Es geht ja nicht nur einfach so um Tuning-Treffen, Leute. Es geht ja auch darum, einfach mit den Leuten zusammen chillen. Einfach zusammen, gemeinsam chillen. Zusammen abzuhängen, friedlich hier miteinander. GT Gold Fagio ist ja auch ein Hypercar. Ja, ganz genau, Let's Run. Wo ist denn der Armin? Da ist er. Guck mal mein Outfit. Das Benefactor. Nice. Ist richtig hier Mühe gegeben. Schuhe und T-Shirt. Cappy. Boah, Leute, ich hab von meinem kleinen Bruder, von Fliesenliebe, ihr kennt ihn alle, habe ich eine AMG-Kappe geschenkt bekommen. Er weiß ganz genau, ich bin richtig Mercedes verrückt. Und der hat mir jetzt eine geschenkt. Und richtige Ehre, Leute. Ohne Witz, ich habe mich total gefreut. Gorilla geht ein Range Rover. Also Ella, ich habe eher daran gedacht, dass wir so richtig heftige Supersportwagen nehmen. Ja, Mann, Ehrenfliese. Fliesen, liebe Dankeschön, Sarix. Was? Bist Mercedes-Fan? Ja, Markus, das bin ich. Schade, dass man beim Tourismo eher das Dach nicht wegmachen kann. Baumstamm, das würde bestimmt geil aussehen. Ja, Aykut, Hashtag Fliesenliebe, Mann. Es geht um die Gemeinschaft und Community, ganz genau, Snap Erwin. Yo, Leute, wenn ihr kein Tuning-Treffen verpassen wollt, dann abonniert und liked das Video und kommt in die beste Crew ever. Dankeschön, Daniel, Ehre. Gorilla, ein Tempesta, der geht klar. Ich arbeite bei Mercedes. Markus, du Glücklicher. Und da habe ich da vorhin James Davis gesehen. Grüße gehen raus an dich. Boah, das ist schwermutig, muss ich ehrlich sagen, Tobi. Oha. Trisys. Future Gaming, moin, grüß dich. Jace ist auch am Start. Hi, grüß dich. Also Leute, es fehlen 10 Likes. Dann haben wir unser erstes Like-Ziel erreicht. Lol, die Crew-Katze ist auch am Start. Oh Mann, Sarix. Draußen steht C63 AMG vor dir. Boah. Vor der Tür, Markus. Geil. Steve, hi. Hammer. Ich beneide dich. Geklautes Plastikfahrer. Boah, eigentlich, ich stehe ja nicht so auf Audi, ne? Aber jeder hier, der ist schön getuned. Einfach schwarz, tiefer legen, dicke Felgen. Musst du heute arbeiten? Hunter, nee, ich muss morgen arbeiten, morgen Frühschicht.
Adai. So, Flo ist auch nochmal am Start. Nice, mit dem 7er BMW. Jonas, moin moin, grüß dich. Elias, es gelten die Regeln. Keine Barcodes bei mir in der Crew. So, Tim, Heiko, Grüße gehen raus. Als was arbeitest du? Ich bin in der Stahlindustrie, Leute. So, ich würde sagen, wir fahren weiter. Nächster Spot, werden die Autos bewertet. Ben Mühl mit Tasche und Bierdeckel, Helm oder wie das heißt. Lol, der wollte, glaube ich, bei mir mitfahren. Hast du schon Crew? Oh, ich habe die Crew-Anfragen vergessen. Mache ich noch. Ja, Armin. Die Jungs sind krass, definitiv. Lol, Unfall. Unfall. Wie die meinen, ich stelle mich neben den Auto und dann denken die, du weißt nicht Bescheid. Lol. Erik. Moin, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut, Erik. So, auf geht's. Oh, ein paar Spieler haben die Lobby verlassen. Ich glaube, Internetprobleme sind da. Was hältst du? Piamo, Piamo. Alter, Sweetie. Euro, Dollar, Franken, Piamo. Piamo, Piamo. Euro, Dollar, Franken, Piamo. Leute, Sweetie haut 30 Euro raus. Digga, ich danke dir von ganzem Herzen. Leute, alle mal Hashtag Sweetie in den Chat. Sweetie, alter Schwede, wie viel hast du schon? 70 Euro. Alter, ich danke dir, heftig. Ey, Sweetie, fängst du jetzt wieder an? Alter, Leute, alle mal Hashtag Sweetie in den Chat. Ich danke dir, Digga. Grüße gehen raus an dich. Und für dich jetzt extra nochmal die Crewkatze. And you be on some hot nigga. Like I took this, I see when I shot niggas. Like you seen. Ja, Leute, und ihr habt den Text gelesen. Ich will natürlich keine Kacke-Autos hier. Wir werden auf jeden Fall gleich richtige Hypercars nehmen. Das müssen besondere Autos sein. Leute, richtige Supersportwagen, die man nicht im alltäglichen Leben sehen würde. Henry ist auch am Start. Grüße gehen raus. Also ich muss schon sagen, diese Community, richtig Ehre. Er spendet und die Jungs hauen direkt alle seinen Namen raus. Was für eine Ehre, Leute. Bacardi, was geht? Schön erstmal Getränke verteilen, Digga. Wo warst du? So, okay. Ich würde sagen, bei diesem Spot bewerten wir jetzt erstmal die Autos. Hunter Killer, ich weiß nicht, wie lange ich streamen werde. Also wir streamen jetzt seit gleich eine Stunde ungefähr. So, und ich denke, mindestens noch eine bis anderthalb Stunden locker. Du willst sagen, Cook Sweetie, der Ehrenmann. Ja, Mann. Ehre, auf jeden Fall, Digga. Ehre, ohne Witz. Vor allen Dingen jedes Mal, wenn diese Spende kommt, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe die Kopfhörer im Ohr und jedes Mal, wenn das kommt, werde ich voll erschreckt. So, erstmal Lichter einschalten. Mach's gut, Snap, Evan. Da musste ich doch erstmal ein Ehrenlike da lassen und eine Runde für alle schmeißen. Dankeschön, Bacardi, Ehre, Digga. Gorilla, ich wollte mal anfangen, auch Barcodes als Namen zu nehmen, weil mir nichts eingefallen ist, aber dann hatten meine Kumpels ich nett gefunden, FA senden, gefunden und gemacht hab. Ja, Let's Run, ist auf jeden Fall besser, dass du das so gemacht hast. Oh, mein Bruder ist am Start. Was geht, Fliesenliebe? Ich hab den Jungs gerade schon erzählt, du hast mir eine AMG-Kappe geschenkt, Digga. Ich hoffe, dir geht's gut. Dann kommen wieder 100 Euro Spenden, wenn's du Kopfhörer hast.
Ey, Sweetie, hör auf, ich kann mich nicht. Du wirst mich wieder erschrecken. Wow, Leute, ohne Witz, der Stream, der fängt schon wieder so krass an. Einfach nur heftig. Ich muss erstmal was trinken. Aber bitte nicht verschlucken lassen. Jungs, ich will euch mal was sagen. Und zwar habe ich überlegt, dass wenn ich jetzt so Live-Videos mache, dass ich auf jeden Fall meinen Bruder damit einpacke. Dass wir die, wenn wir auf jeden Fall zusammen Zeit haben, dass wir dann auch mal zusammen Videos machen. Was hält ihr davon? 102 Likes, Leute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ehre, ohne Witz. Alter Ben, wie siehst du denn aus? Lol, Serda, dein Bruder kommt auch mit nach Dubai. Stefan, ohne Witz. Ich weiß, dass du das machen würdest. Was geht, Bruder? William TV, Grüße gehen raus. Fitnessstudio-Vlog. Mal gucken, Leute, mal gucken. Andrews, auch wieder am Start. Was geht? Ich bin nur dabei, wenn ihr das wollt. Natürlich, Digga. Natürlich. Aber, schreibt Stefan. Cola für alle. Bacardi, ich will bitte einmal Bacardi. So, Leute. Okay, wie viel haben wir in GTA? Wir haben 2.10 Uhr, sagen wir mal. Ihr habt jetzt Zeit bis 3.10 Uhr, euch hier für das beste Auto zu entscheiden. Guckt euch mal die Jungs hier an. Lol. Rainer, aktuell sind 30 Leute drin. Dennis, ja klar. GTA YOLO, hallo, grüß dich. Gorilla, dein Bruder kann ja im Fitnessstudio neue Fliesen auslegen und du machst ein Pumper-Video. Ehre. Lieblingsfarbe für Autos in GTA, schwarz. Gorilla GmbH. Das nichts, nichts. Hi, grüß dich. Ich stelle mich mal jetzt hier hin und nehme nebenbei noch Crew-Anfragen an, Leute. DJ, was geht? Schön, dass du da bist. So, Moment. So, okay. Ich guck mal mit euch zusammen nach Crew-Anfragen. Also, ich aktualisiere mal. Jung, früher haben wir gepunkt. Wie richtige Gorillas. Wenn die wüssten, Bruder, wenn die wüssten. So, hier haben wir Alex Berger. So, Alex Berger kann in die Crew, hat hier alles auf öffentlich. Wird gleich angenommen. Dann haben wir Battle Bob. Belsan, Grüße gehen raus, schön, dass du da bist. So, okay. Nehmen wir die beiden erstmal an. Masuka, grüß dich. So, dann haben wir hier Hanne Lord. Für dieses Mitglied sind leider keine Aktivitäten vorhanden. Tu mir einen Gefallen, schreib mal was auf deine eigene Pinnwand im Social Club. Dann haben wir hier Leonsch. Ganz genau, Leute, diese Crew verlassen. Das ist nicht meine Crew. So. Das sieht in Ordnung aus. Also Leon kann gerne angenommen werden. Gucken wir mal. Einladen. So, Hannelord wird verwehrt. Dann haben wir hier Moppy. Der wird nicht angenommen. Dann haben wir Scoreplay. So, der wird auch angenommen. So. Stefan Braun. So, hat sein Profil leider auf privat, beziehungsweise dieser Benutzer teilt seine Pinwand nicht. Michi ist auch am Start. Was geht, Digga?
So, Gamer LPX hat hier alles auf öffentlich. So, und wird auch angenommen. So, und wie ihr sehen könnt, Leute, haben wir hier noch versteckte Benutzer. Die werden natürlich nicht angenommen. Leute, macht es so, wie in dem Video gezeigt worden ist. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, dann geht in den ersten Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Autos an, Leute. Wer hat hier das beste Auto in der Kategorie Limousine? So, einer hier. Boah, hier sind aber viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute hier bei den Benz. Einer hier. So, einer da. Oder würde der Reaper gehen, nächste Lobby? Ja, der geht auf jeden Fall, klar. Frag mich ruhig. So, zwei hier. Bei mir funktioniert das nicht, dass ich den versteckten Benutzer wegmache. Doch, Hunterkiller. Das funktioniert bei jedem. Ihr müsst euch nur das Video richtig angucken. Erster Link in der Videobeschreibung. Bis zum Schluss. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde sagen, wir haben einen Gewinner, Leute. Der Gewinner ist der Besitzer von diesem Auto hier. Wem gehört dieses Auto hier? Jack Daniels, hi, grüß dich. Es ist das Auto von Steve. Grüße gehen raus an Steve, Digga. Ehre. Herzlichen Glückwunsch, Steve. Und ja, Leute, ich hab's euch gesagt. Wenn wir schon nicht nach Dubai können, dann holen wir Dubai hier hin. Und jetzt machen wir eine neue Sitzung mit so Hyperautos, Hypercars. Kahn, geht der Turismo her? Ja, der geht klar. So, ich gehe jetzt erstmal in den Editor. Und damit ihr wirklich alle mitkriegt, dass ich dann eine neue Sitzung mache, damit jeder auch die Chance hat, hier beizutreten. So, kleinen Moment. Vielleicht nochmal an dieser Stelle, Leute. Wer noch nicht abonniert hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. So, okay, Leute, es wird jetzt eine neue Sitzung eröffnet. Ihr müsst wirklich schnell sein. Ihr müsst schnell sein. Da sind etliche Leute, die auf jeden Fall auch rein wollen. So, Stefan, beeil dich. Beeil dich. Zeig nochmal den Rolls-Royce. Können wir später nochmal gucken. Geht der F40? Ja, der geht auch. Der geht auch. Das ist auf jeden Fall auch so ein Hypercar. So ein Auto mit Sammlerwert. Was Besonderes. King Johnny rammt mehrfach. Wenn ich das jetzt so in der nächsten Lobby auch wieder mitkriege, dann kann King Johnny seinen Johnny wieder einpacken. So, und Bacardi verteilt hier fleißig Getränke. Danke an dieser Stelle. Kannst du bei Crew-Anfragen mit erwähnen, dass wenn privat auf ich und Freunde stellen, kann dir eventuell eine FA was... Ja, Digga, let's run. Das Problem ist, ihr wisst ja, wie meine FA-Liste aussieht in, hier auf der PlayStation. Genauso gut sieht es auf dem Social Club aus. Mit was streamst du? Das ist OBS. Das ist einfach OBS, Leute. So, und ich suche gerade mein heutiges Auto. Ich hoffe, ich finde ihn. Alles klar, Stefan, da bin ich mal gespannt. Aber ich suche gerade mein Auto. Stimmt, in der Arena-Werkstatt. Diese Arena-Werkstatt, ohne Witz, Leute, die regt mich sowieso am meisten auf. Wisst ihr warum? Und zwar aus folgendem Grund. Jedes Mal, wenn du was tunen möchtest, wie zum Beispiel farbige Scheinwerfer oder so, ja, da musst du jedes Mal da reinfahren. So, und dann speichert er das Auto erstmal in dieser Garage ab. Der Diverse 8 kommt aus Dubai. Stimmt, Max, das ist auf jeden Fall richtig. Uli aus dem Gulli. Servus, Gorilla, sorry, zu spät. Kein Problem. Jim, Abend, endlich vor der Arbeit. Like erstmal draußen für den besten Chef. Digga, ich danke euch. Ohne Witz.
Ich finde das einfach nur krass, wenn ihr das schreibt und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich feiere das, dass ihr das feiert. Ja, keine Ahnung. Aber richtig geil, Leute, ohne Witz. So, 23 Leute sind in der Sitzung. Beeilt euch. Max, komm schnell rein, Digga. Du bist doch VIP. Du bist jetzt bei mir in der Liste. So, Sarex, ich will erstmal mein Auto tiefer legen. Wir feiern dich. Dankeschön, Rainer. Johnny rammt weiter. Okay. Lol. So, ich muss den hier erstmal tiefer legen, Leute. Leute, ich mach gleich kurz einen Prozess. Wenn Leute sich nicht benehmen können, sehe ich das auf jeden Fall nicht ein, dass Leute, die sich nicht benehmen, hier weiter mitmachen und draußen Leute warten, die sich voll an die Regeln halten. Also ganz ehrlich, der Tempesta ist schon geil, aber der Reaper, der ist noch seltener. Also den siehst du eigentlich noch seltener als den Tempesta, finde ich. So, okay, Autos tiefer gelegt. Ich bin mal gespannt, was ihr so bringt. So. Richtig nice. Just bring it. Ich glaube, der will mit mir fahren. Kann das sein? Bruh, der hat ein eigenes Auto. Das Geile ist, es gibt hier ein paar Leute, wenn die jetzt hier einschalten und die sehen das Auto hier, dann sagen die, oh, ist ein neues Update rausgekommen? Ist das ein neues Auto? Aber Leute, wer kennt dieses Auto noch? Eins der ersten Autos hier in GTA. Von Anfang an. Ja, kein Problem, Eddie. Max. Ja, okay. Ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Normalerweise hätte das klappen müssen. Fliesenliebe hat ein neues Video. Echt jetzt? Laber nicht. Hä, warum kriege ich von meinem eigenen Bruder keine Benachrichtigung, dass der jetzt ein Video hochgeladen hat? Guck mal, Tim. Tim Heiko, ich will so richtige Hypercars sehen. Also Autos, die teuer sind. Beziehungsweise so halt in diese Richtung gehen. Ich kann nicht beitreten, Red Oni. Das liegt da. Also, wir haben 27 Leute in der Sitzung. Grotti Cheetah. Ja, Mann. Ich feiere das Auto. Guckt euch mal diese Optik an. Hast wohl vergessen, die Glocke zu schalten? Das können wir jetzt gleich sehen, Bruder. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal kurz zu meinem Bruder. So, okay. Ich muss nur kurz den Bildschirm hier wechseln. So. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. So, zum Kanal. Hä? Das Video habe ich doch schon gesehen. Warte mal. Wir machen das so. So, also wir sind gerade hier auf dem Kanal von meinem Bruder Fliesenliebe, Leute. Wer noch nicht auf dem Kanal war, ich hau den Link mal gerade rein. Lass mal auf jeden Fall... Guck mal, Leute, es fehlen nur noch 22 Abos, ne? Dann hat er die 100 voll. Copy and paste. Einfach mal die 100 Abos voll machen, Leute. So, also hier steht, dass das dein neuestes Video ist. Und das habe ich auch schon, Leute, warte. Geliked, also habe ich das auch schon gesehen. Wo hast du denn ein neues Video? Zwei Monate, drei, vier.
Soll ich ein Video zum Link schicken? Ja, schick mal einen Link hier rein, weil hier sieht man das nicht. Da, ach hier, vor 3 Minuten jetzt. Hä, warum hat das gerade so aus, gell? Lass mal alle nur noch Fliesenliebe seine Videos gucken. So, okay. Mahlzeit, ihr Lieben, grüßt euch, hier ist Fliesenliebe TV. Was geht ab heute? Was geht ab? 45x90 Solo Beige. Brutal, im Fugenschnitt, vernäht, barrierefrei. Mit integriert in der Wand. Hochkant, was ist los? Bruder, wenn du Videos hochlädst, ne, pass auf jeden Fall auf, was du im Hintergrund für Musik laufen lässt. Weil sonst wird dein Video gesperrt. Hier. Wie auch komplett auf den Ablagen. Geil, Leute. Der Junge hat's einfach drauf. Guckt euch diese Arbeit von ihm an. Von Schlüter TV. Oh. Eine weiß-grau marmorierte Platte. Barrierefrei hier alles. Krass, krass, krass. Oh. Bam. Alter, Leute, was ist das für ein Abfluss? Richtig geil. Man sagt dazu auch Chocuzel. Jetzt kommt meine neue Plamego-Decke hier rein, Spanndecke. Bam. Was geil. Ist los, Leute, was ist los? Der Junge hat's einfach drauf. Check this out, check this. Also, oh, guck mal hier, let's run. Ehre, Digga. Schreibt direkt hier saubere Arbeit. iCut lässt direkt auch mal ein Like da, Leute. Auf jeden Fall, tut mir einen Gefallen. Macht ihm die 100 voll. Guck mal, er hat schon 80. Er hat schon 80. Lass uns die 100 mal voll machen, Leute. Währenddessen wechseln wir mal nochmal zur PlayStation. Und gucken, was ihr für Autos so am Start habt. So, also ich poste gerade nochmal den Link von seinem Kanal hier rein. Moment. So, und hier nochmal, zack. Okay, und ich check jetzt einfach mal kurz die Autos. Also, leider regnet es. Bist du älter als dein Bruder? Ja, ich bin älter als mein Bruder. So, ich bin ganze 5 Jahre älter. Wie heißt das Auto? Das ist der Grotti Cheetah, Andrew. So, wir machen jetzt hier nochmal ein bisschen Musik. So, also die Veste 8 ist am Start, Tempesta ist am Start, 811 ist am Start, AMG GTR ist am Start. Dann haben wir hier den Centorno, dann hier ein Mercedes SL65 AMG Black Series. Dann haben wir hier nochmal Lambo, ja, Furzbombe, das ist jetzt nicht so ein Hypercar. Das ist ein R8, das ist nichts Besonderes in Dubai. Jim Button mit dem Tyrant, aber ich glaube, das mit Geländereifen in Dubai braucht man nicht. Aber trotzdem, Grüße gehen raus. So, okay. Oh, der ist sehr schön gelungen. Legend, sehr, sehr schön. Der Entity XXF oder wie der heißt. So. Ah, jetzt bin ich bereit, Stefan. Wir haben hier auf jeden Fall den X80 Proto. Warum schlägt der den, Digga? Kann mir das einer erklären? So, der LG ist kein Hypercar. Tim. So, Kusim hier mit dem T20 geht auf jeden Fall klar. So, also Tim, tu mir einen Gefallen. Ich meine, das ist halt eine andere Sorte von Autos. Danke euch, Leute. Schreibt doch mal meinem Bruder rein, Leute. Ich überprüfe das gleich. Wer hat alles ein Abo dagelassen? Wer alles ein Abo dagelassen hat, spammt mal bei dem die Nachrichten. Auf dem letzten Video, was der gemacht hat. Wer alles ein Abo bei ihm dagelassen hat, tut mir mal einen Gefallen. Schreibt mal in seinem letzten Video. So, und Stan Daniel, ganz, ganz sauberes Tuning. McLaren hier am Start. Ehre. Richtig nice. Und das sieht aus wie Adai seiner. Auch sehr, sehr sauber, sehr schön. Die Veste 8 ist auch am Start. Schon lange Ehre, Leute. Dankeschön. So, Rainer mit dem Penetrator. Sehr schön, passt. So, JD. Ich würde sagen, die Corvette, die geht auch noch klar. Hab ihn schon lange abonniert. Max Ehremann.
Ja, Jim, ganz genau. Oh ja, Sweetie, da hast du recht. Den 6x6, ne, den gibt der in Dubai Wüste, Leute. Ehre. Richtig nice, Digga. Der Junge, der kommt immer auf Ideen. Sehr schön. Gucken wir mal sein Kennzeichen. Ah ja. Genau so. Hammer. Richtig geil, Sweetie. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, das Tuning. Hammer. So, Pinichio auch mit dem GTR am Start. Sehr schön. Sehr schön. Oh, hier der Turismo R. Interessante Farblackierung. Oder beziehungsweise Kombination. Oh, da haben wir noch einen mit dem Cheetah. Wer ist das? Timmy. Schön. Sehr schön. Freut mich. So, hier Legend mit dem legendären Gorilla Army Kennzeichen. Boah, der 6x6 ist ja mal das Typischste für Dubai. Ja, das stimmt, Matt. Auf jeden Fall richtig gute Auswahl mit dem 6x6. So, hier ist Sarix nochmal. Auch sehr, sehr schönes Auto. Dankeschön, Jim. Lässt ein Abo bei meinem Bruder da. Ihr könnt auch einfach bei ihm, wenn mein Bruder jetzt was reinschreibt, ne, könnt ihr auf seinen Namen klicken und dann abonnieren, glaube ich, drücken. So, Just Bring It. Mim, Chiron, richtig geil. Auch hier, boah. Ist das die aktuelle Crew-Farbe? Nee, das ist sie nicht. Aber sieht auch geil aus. Boah, sehr schön. BMW ist am Start. Ich würde sagen, Leute, damit wir so richtig dieses Feeling kriegen von Dubai, fahren wir jetzt Richtung Norden. Danger Leo, grüß dich, herzlich willkommen. Let's go. Weißt du, warum ich den Auto genommen habe? Weil der König in Dubai gesehen mit dem Auto. Stefan, ohne Witz, der Wagen. Auch die Farbe und die Felgen, das passt richtig gut zusammen. Hammer, ohne Witz. Autobahn. Ja, Leute, wir fahren jetzt Richtung Autobahn. Der hat ein Penthouse da drin. Oh, geil. So, wieder da. Habe auch die Glocke aktiviert. Dankeschön, Jim, du Ehrenmann. Mein Bruder, der freut sich auf jeden Fall. Gorilla, das ist die Crewfarbe. Boah, Bacon, ohne Witz. Geil. Ich war mir gerade nicht so sicher. Sehr schön. Selim, ich werde wahrscheinlich dann auch noch eine Lobby machen. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr ein Like da lässt oder auch ein Abo. Dann zeigt ihr mir einfach damit, dass es euch gefällt. So, ich bitte euch, Leute, gleich nicht Vollgas zu fahren. So, ihr könnt gerne alle Spuren benutzen, die da sind, aber schön Abstand halten. So, also ihr könnt auch gerne neben mir fahren. Ich fahre bewusst langsam, weil da vorne schon NPCs sind. Sonst gibt das gleich eine Katastrophe. Ganz genau, Banner 3. Kommt ruhig nach vorne, Leute. Nutzt die Spuren, die wir haben. Hinten fährt ein Sandking XL. Ja, den lassen wir auch noch gelten. Aber der soll auch bitte hinten bleiben. Hammer, Leute. Das sieht richtig nice aus. Richtig geil, richtig Dubai-Style. Schlangenkopf, beruhig dich. So, ihr könnt mal langsam an mir vorbeifahren. Langsam bitte. Ja, also bitte tut mir den Gefallen. Fahrt mal ruhig langsam an mir vorbei. Einfach geradeaus der Straße folgen, nirgendwo abbiegen oder so. Lol. Alter, was macht der Schlangenkopf, Digga? Lol. Abo und Glocke sind raus bei deinem Bruder. Dankeschön, Paddy. Grüße gehen raus an dich.
So, machst du live? Mal gucken, Leute. Ich bin noch ein bisschen live, definitiv. Alter, seht ihr das unten links? Ist richtig am Spinnen wieder. Boah, der sieht auch richtig geil aus, Armin. Aber bitte weiterfahren. Ruhig an mir vorbeifahren, Leute. Ich mache ein paar Aufnahmen. Hulk, hallo, was ist das für ein Treffen? Also, wir haben gerade das Treffen Hypercars, so Dubai-Style-mäßig. Alles wegen Stefan. Shadow Modes, was geht? So, let's run, dankeschön. So, kommt Leute, kommt ruhig nach vorne, traut euch. Sehr gut. Lol. Das war nicht Dubai-Style. Jawohl. Ruhig vorbeifahren, Leute. Ruhig vorbeifahren. Mein Speicher ist zwar gleich voll, aber egal. Dankeschön, GA grauslich. Ich feiere das. Oh, Leute, schön langsam. Meine Güte. Oh, Rage. Street Rage. Sehr gut. Da kommt schon, Leute. Rainer, du fährst mir die ganze Zeit im Windschatten. Komm mal aus dem Pötten hier und überhol mal langsam. Die Jungs, die sind gleich schon in Dubai. DJ, mir geht's gut. Hoffe, dir geht's auch gut. Guck mal hier, wie er mich schneidet. Ey, Digga, fahr doch mal, sonst fahr ich dir gleich noch rein. Alter. Ey, Rainer, ohne Witz, das war gerade deine Schuld. Oh Mann, ey. Okay, Leute, überholt mich. So. Vorsichtig. Ey Leute, ihr sollt die Autos... Wollt ihr mich verarschen? Ihr sollt die Autos... Jetzt geht's aber hier los, meine Güte. Ich dachte, ich werde nicht mehr hier. Der schläft ja einen davon. Sein Auto ist am Dampfen. Ich Shisha. Wo ist denn der Rest? Die halten ja gar nicht mehr an. Mario, Grüße gehen raus. Ich muss euch jetzt alle mal wieder einfangen. Hör mal, der Wagen ist gar nicht mal so übel, ohne Witz. Ich find's schade. Na, boah, Digga. Okay, ich würde sagen, wir treffen uns an der Tanke. Dieser scheiß Speicherstatus, der hört nicht auf. Gleich ist mein Speicher voll. Ich fahre jetzt hier einfach in... Ich schwör's dir. Das hat gerade so gebockt vorhin, ne? Ja, Max, das kann ich mir gut vorstellen. Ich will den Wagen gerade noch mal tiefer legen. Stellt euch jetzt alle mal hier an die Zapfsäulen. Ja, ein kleiner Kratzer, hallo. Okay, alles gut. An die Zapfsäule, Leute. Jeder an die Zapfsäule. Jonas, ja, ich habe schon Crew-Anfragen angenommen.
Ja, Jonas, ich hab dich angenommen. Wenn du Leon spielst. So, okay, das passt. Schwierig. Schwierig. Also Leute, ich versuche euch ja so ein bisschen jetzt so Freiraum zu lassen, ne? Damit wir mal solche Aktionen auch starten können. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was Wahnsinn ist? Kaum verlässt einer die Sitzung, kommt direkt der nächste rein. So, Max, alles gut. Alles gut. Pro-Gamer, wenn du wissen willst, wie man den Schlagen GT tiefer legt, dann guck mal ganz unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ein Video zugemacht, wie man Autos tiefer legt. Ich würde sagen, wir fahren los, Leute. Schön vorsichtig. Und vorsichtig, wirklich vorsichtig, Leute. Schlangenkopf-Ramt, Pinigio, dankeschön. An Schlangenkopf die letzte Warnung. Wenn ich von dir heute nochmal was sehe, dann bist du raus. Ist mir schon die ganze Zeit negativ aufgefallen. Legend Black, was los? Das Spielkind, grüß dich. So, jetzt fahren wir noch mal hier. So, wir machen hier Zweier rein, Leute. Baron, klar, hab nichts gemacht, falle aber negativ auf. Doch, sicher. Alleine die Autobahnfahrt. Du brauchst dir nur die Autobahnfahrt anzuschauen. Mega geile Karre. Dankeschön, Legend Black. Guck dir einfach die Aufnahme bzw. das Video jetzt. Spul mal zurück, dann siehst du es selber. Warum sollte ich sonst seinen Namen nennen? So, okay. Oh, zwei identische Fahrzeuge hier. Oh, guckt euch mal die Sonne hier an. Geil. Baron oder Schlangenkopf, wenn du das bist, dann guck dir das einfach mal an. Guck dir einfach die, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, Leute, ihr könnt mich alle überholen. Und dann achtest du einfach auf den Moment, wo du mich überholst. Ich glaube, du hast sogar einen goldenen, die Weste 8. Backfisch, grüße gehen raus. Okay,
Der erste fliegt. Gig fliegt jetzt mal raus für eine Woche. Gönn dir mal Pause. Das war gerade eine mega dumme Aktion. So, und Daniel, mega am Supporten. Dankeschön. So, und wir machen jetzt einen schönen Break hier. Könnt ihr jetzt alle mal auf Toilette gehen? So, wie gesagt, der nächste, der jetzt hier negativ auffällt, der fliegt auch mit raus. Es wird jetzt nicht mehr überholt oder sonst irgendwas. Und bitte auf den Parkplätzen parken. So, also, wer pinkeln muss, einmal hier ist die Toilette. Ich muss natürlich groß. So, also Leute, tut mir mal einen Gefallen, dreht euch gerade mal um. Okay. Oh, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Oh, hier. Ja, guck mal, wie viel Blätter er benutzt. Hier, Papier. So, hier, zack. Wo ist deine Hand? Okay. So. 29 Leute in der Lobby. 2 Sekunden Trockenschiss. Schlangenkopf ist ja jetzt in Ordnung. Du weißt jetzt auf jeden Fall... Oh, lol. Einfach jetzt einen Gang runterschalten und chillig machen hier. Oh, oh, schnell weg, schnell. Digga, ich kann nicht losfahren. Warum kann ich denn nicht losfahren? Hier, Junge, hier. Willst du? Opfer. Noah. Grüße. Felix, war meine Nacht Gigi schuld? Was? Alter, Leute, guckt euch das mal an. So, warum wird eigentlich mein Auto immer von NPCs gerammt? Jonas, das Motto aktuell sind Hypercars, so Dubai-Style. Pro-Gamer, wenn du Crew-Outfit willst und auch ein Crew-Fahrzeug, check mal die Videobeschreibung aus. Schön, dass du da warst, Digga. Das sieht jetzt geil aus, Leute.
Lol. Bringt euer Auto schnell in die Sicherheit. Scheiße jetzt, die Bullen. Lass uns mal weiterfahren. Wer ist denn mein Beifahrer? Ronnie, mein Auto zerstört. Oha, Alter. Was ist denn mit dem LKW hier falsch? LOL. Revens, Dankeschön, Ehre. Erkundet die Natur. Sieht aus wie bei Schlümpfe, der Blaumond. Wer kennt den Film? Schön langsam. Was ist los, Adai? Mich voll erschreckt, ohne Witz, ey, mein Herz ist gerade in die Hose gerutscht. Er haut wieder 20 Euro raus, Leute, alle mal Hashtag, Leute, powert den Chat voll, Hashtag Sweetie, Digga, vielen lieben Dank, ey, ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen, ich bin so gerade voll konzentriert. Ey, Sweetie, du weißt ganz genau, wie du mir ein Schrecken hier einjagst. An dieser Stelle, Sweetie, für dich die Crewkatze. And you be on some hot nigga. Like I took this, I see when I shot niggas. Like you see no. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. So, okay. Guck mal, Leute. Kurz und schmerzlos, ne? Die einige wissen nicht, dass ich
es herausfinden kann, wenn jemand Cops absichtlich hierhin bringt. Aber wir haben das in der Vergangenheit oft genug herausbekommen. Und wenn die Leute gebannt werden möchten, ist das kein Problem. So, hier, das ist ein Unding. So, ich habe gerade zu Gig gesagt, raus aus der Sitzung, und ist immer noch hier drinne. Aha. Okay. Okay. Jonas, Instagram habe ich noch nicht gecheckt, muss ich noch checken. So Leute, wenn ihr kein Tuning-Treffen verpassen wollt, dann abonniert und liked dieses Video und kommt in die beste Crew ever. Dankeschön, Daniel. Ich wollte ihn gerade jagen gehen. Nein, Leute, das ist nicht vonnöten. Wir brauchen hier nicht die Leute zu jagen. So. Wer ist denn hier drinne? Hä? Warum ballern die dann hier rein? So, falls da jemand gerade irgendwie so ein Wallbreach ausnutzt oder so und die Bullen jetzt nicht los wird, der wird sich gleich wundern. So. Komm, wir fahren mal weg hier. Ich krieg gleich die Krise, Leute. Also sehe ich gleich hier nochmal jemanden irgendwie Bullen klar machen oder sonst irgendwas. Dann reißt der Geduldsfaden bei mir. Und ihr wisst, was passiert, wenn der Geduldsfaden reißt. Adai. Ich muss schon sagen, Adai zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Maurice, moin, grüß dich. So, ich fange jetzt hier gleich an, Leute auf jeden Fall rauszuwerfen oder zu bannen. Das sage ich jetzt schon mal mit Ankündigung, Leute. Nee, Adai, das ist, wenn ich den Müll mitnehme. Dann stinkt's immer so im Auto. Brauche ich ein Crew-Auto? Ja, für Crew-Treffen mit Crew-Outfit und Crew-Auto ist schon. So, Armin, ist dein Auto bei dir auch kaputt oder sehe ich das nur so? Oh
Der lässt keinen fahren. Steigt aber hinten ein. Kann ich gebannt werden, wenn ich Moderator in anderer Sitzung kein Tuning-Training einem Kopfgeld töte? Ja, Matt. Wenn du, egal ob du ein Moderator oder ein Crewmitglied, das spielt keine Rolle. Wenn du mehr als zweimal jemanden tötest, wirst du gekickt. Und wenn du dreimal jemanden tötest, wirst du gebannt. So, Legend will gleich mein Auto fahren. Kannst du gerne machen. Dann kann ich in Ruhe den Chat vorlesen. Oh, hier noch so einer. 6x6. Timmy. Muss aber jetzt auch langsam mal mein Auto wechseln. Kann kein Motorradclub gründen, weil zu viele hier sind. Komm mal bitte kurz mit. Wo bist du, JD? Ah, ich werde hier gerade eingeladen. Wer war zuerst? Der Headix-Technik soll mal aufhören, die Leute zu rammen. Hä? Wer ist das denn? Welcher ist das denn? Adai. Lorex, schön, dass du da warst, Digga. Ich wollte schon sagen, was macht der denn da? Lol. Hä? Ich hab doch gerade den Mechaniker angerufen. So, okay. So. Ich guck gerade nach Autos, Leute. Kleinen Moment. Den FMJ. Machst du noch eine dritte Sitzung? Weiß ich nicht, Leute. Kommt auf euch drauf an. Wollt ihr noch eine dritte Sitzung? Adai, warte mal. Ich will mein Auto tiefer legen. Dankeschön, Asphalt Outlaws, Digga. Jetzt kommt ein geiler Beat, Leute. Richtig geiler Beat. Ben, ja, wir machen heute auf jeden Fall LTS. Und zwar machen wir RPG versus Supercar. Guck, wie sie beide hier... Wir waren erstmal da hinten abstellen, Jungs. NWA Broke. Natürlich darfst du mitzocken. Erster Link in der Videobeschreibung. Du musst der Crew beitreten.
So, okay, wo bist du denn, JD? Tobi, Grüße gehen raus. Ja, Jonas, freut mich. Oh Mann, was ist das denn? So, sind alle hier? So, wo ist JD? Ach, da ist er hier. Leonsch. So geht das, Leute. Wo ist JD? Da ist er. Das ist deiner. Okay. Also. Theoretisch kann man da nicht viel falsch machen. Alter Stefan. Boah. Ich hab mich gerade so erschreckt. Ich war gerade so tief in Gedanken hier bei dem Auto, was ich jetzt sage. Und Sweetie haut wieder 20 Euro raus. Digga. Oh mein Gott. Alter Schwede, Sweetie. Ohne Witz. Aber vom Feinsten erschrocken, aber richtig. Ey, boah, ich muss erstmal runterkommen. Alter, Sweetie. Sweetie, wie viel hast du schon rausgehauen heute? Alter Schwede. Krass. 110 Euro. Leute, macht mal alle mal ein Ehren-Sweetie in den Chat. Hashtag Ehren-Sweetie. 110 Euro, Wahnsinn, Digga. Danke dir. Vielen lieben Dank. Für dich erstmal die Crewkatze, Digga. And you be on some hot nigga. Like I took this, I see when I shot niggas. Like you see Stefan, du kommst gleich auf jeden Fall Party. Wir machen gleich nach LTS, sag ich mal. Mach ich dann Party, Digga. Aber der Wagen, JD, der sieht richtig nice aus. Und Sweetie, nicht vergessen. Aber das wirst du mir sowieso nachher sagen, denke ich. Sehr gut, also. Boah, krass. Nicht jetzt deine Stimme. Gleich, Sweetie, wir machen gleich Fahrzeugbewertung, LTS. Und dann machen wir Party-Dinge. Boah, geil. Also der ist schon geil, muss ich schon sagen. Gefällt mir gut. Das ist so richtig GT3-Optik. Oder GTR so in die Richtung. Der Wagen, der heißt ja GTO. Aber es ist halt so ein richtiger GT. Gefällt mir richtig gut, ehrlich. Perleffekt ist im Grenzen. Ja, das mit dem Perleffekt. Ich stehe mehr so drauf, wenn es schwarzer Perleffekt ist. Aber das ist auch in Ordnung. Oh, Digga. Aber was ich hasse ist, wenn man einen Scheiben kaputt macht. So, Legend, fahr mal bitte. Boah, der hat mich gerade voll erschreckt. Voll erschreckt. Nee, Stefan, ich glaube, wir machen heute nur zwei Sitzungen. Weil wir haben schon nach 10 Uhr, da müssen wir noch Job machen, also den LTS. Und ich muss ja morgen früh um 4.30 Uhr wieder aufstehen. Das ist so mein Problem.
So, okay. Okay, Jungs, fahrt ruhig mein Auto. Ich fahre hier bei Sweetie mit. Aber genau, Legend, dann fahr einfach vor. Fahr einfach vor. Lol. Der hat uns alle rausgeschmissen. Thomas, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Herzlich willkommen. So, jetzt kann ich mich endlich mal so ein bisschen besser auf den Chat fixieren. Es heißt ja immer, ich beantworte nicht den Chat. Thema sind gerade Dubai-Fahrzeuge. Gorilla Wall heißt Gorilla Mauer. Aykut. So, Joshua, grüß dich. Ich mache jetzt gerade mal andere Musik. Warum muss immer alles kompliziert sein? Hier ist ein bisschen angenehm, entspannt. Lehnt euch zurück, Leute. Ich kann nicht der Crew und Community beitreten. Woran liegt das denn? Sorry, aber dein Auto eignet sich am besten zum Schwarzfahren. Oh, das ist echt schön, wenn andere mal fahren. So, Feuerflamme. Moin Gorilla, was geht? Hoffe, euch geht es gut. Digga, bei uns soweit alles gut. Und selbst 26 Leute in der Lobby. Krass. Also so viel Platz hatten wir schon lange nicht mehr. Beste Limousinen sind Shafter V12, Super Diamond und diese... Ach komm, es gibt viele gute. Ja, das stimmt, Moscanino. Grüße gehen raus, Digga. Alles super, danke. Das freut mich. So, beim nächsten Spot machen wir Fahrzeugbewertung, Leute. Dominik, Ehrenmann. Ich habe dir deine Punkte eingetragen. Ich war einmal in Dubai, ich schwöre, an bestimmten Orten waren so viele Sportwagen vom Ferrari und so weiter an einem Fleck. Ja, das hat Sweetie mir auch schon berichtet. Also ich würde da gerne schon mal hin. Ohne Witz. Wäre bestimmt geil. Ich habe extra ein Auto aufgetunt. Ja, das ist schön. Freut mich. Kann aber nicht rein. Du willst mir sagen, du hast jetzt in GTA ein Auto aufgetunt. Extra für die Crew. Das würdest du sonst nicht machen. Es gibt Tims Mutter, Nikons Mutter, lol. Ach komm, es gibt viele geile Let's Run, Alter. Ich habe so voll die Perverslinge aus euch gemacht. Boah, Flex, krass. Ich finde es echt krass, dass du extra ein Auto tunst in GTA. Moin, Gorilla, was geht? War schon länger nicht mehr da. Lusor-Fan, lebst du noch? Edda, danach machen wir LTS. Danach machen wir LTS. Guck mal hier, der ist am Driften mit dem Dubster 6x6. Ich kann das bestimmt auch. Wahnsinn. Gorilla, waren wir vorher
Such schon? Hä? Was meinst du? Armin, das freut mich. Hammer. Sweetie, fahr mal bitte zum Parkplatz. Wir machen da dann die Fahrzeugbewertung. Will er vorher sein Auto reparieren? Die Musik ist doch angenehm, oder? Was meint ihr? Dominik, schön, dass du da warst. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Wir haben ja noch zwei Kanacken hinten. GTA Tuning Cars. Ja, das ist PlayStation 4. Schlaf gleich ein wegen der Musik. Oh. Okay, dann mach ich mal was anderes. Ich habe extra so chillige Musik genommen, Leute, damit wir hier in Ruhe und entspannt machen. Musik ist sehr chillig. Dankeschön, Thomas. Streamst du morgen? Ja, wahrscheinlich. Ey, ich mach gleich offene Party, da könnt ihr alle reinkommen. Oder kannst du vielleicht in einer freien Minute meine Crew-Anfrage annehmen? Kann ich gerade jetzt machen? Ich habe gerade eine Hand frei. So. Wechsel mal zu PC. So, einmal aktualisieren. Die Musik ist richtig angenehm. So, Trevin haben wir hier. Dieser Benutzer teilt seine Pinwand nicht und wird deswegen nicht angenommen. Der Rest, wie ihr sehen könnt, alles versteckte Benutzername. Die werden alle nicht angenommen. Warum? Weil sie versteckt sind. Es muss wirklich alles öffentlich sein. So, bist sehr unterhaltsam. Lebkuchen, Dankeschön. Wie heißt du auf PlayStation 4? Nias, ich glaube, das weißt du schon. Du warst schon bei den letzten paar Male dabei. Ansonsten check einfach mal meine Videobeschreibung. Seit wann gibt es ein Crew-Limit beim Beitreten? Nee, Julio, es gibt kein Crew-Limit. Du bist wahrscheinlich in der falschen Crew. Nicht in unserer Crew. Kannst du vielleicht ein paar Leute zu den Demos gegen Artikel 13 motivieren? Daniel, also ich persönlich bin ja auch gegen Artikel 13 natürlich, ne? Aber ich weiß nicht, also wer da in der Nähe ist oder keine Ahnung, wer kann. Klar würde ich mich freuen, wenn ihr da demonstrieren geht. Deswegen. Frankie, bei mir alles gut. Hoffe, bei dir auch. Sechs mal sechs Drift. Der war richtig geil. Ja, mit dem kann man auch richtig geil driften. Lass mich mal auch mal fahren. Ich will auch mal fahren. Ich will auch mal versuchen zu driften. Der lässt mich nicht fahren. Ich will fahren. Glückwunsch, Daniel. 80 Stunden. Ey, Daniel, geh mal auf Seite. Lass mich fahren. Ich will fahren. Der lässt keinen fahren, hä? Ja, ja, geschafft. Ich versuch mal zu driften, Leute. Der hat echt
Ein Wendekreis, unfassbar. Das sieht aus wie Thomas, so wie der fährt, das ist hundertprozentig Thomas. 100%. Das ist Thomas. Nee, Spaß. Ich hab's an dem Auto erkannt. Wir kommen jetzt gerade wieder zurück. Ey, das ist mein Auto. Wer ist das? Wer ist denn das? Wer traut sich denn hier mein Auto zu fahren ohne meine Erlaubnis? So, ich lasse den jetzt da stehen. Okay, Leute, wir machen jetzt die Fahrzeugbewertung. Kein Problem, Thomas, alles gut. Okay, Leute, wie viel haben wir in GTA? 20 vor 2. Ihr habt jetzt Zeit bis 20 vor 3. Boah. Euch für das beste Auto zu entscheiden. Wer hat das Motto am besten hier getroffen? Auch sehr schön. Wer hat das Motto hier am besten getroffen? Natürlich soll mein Auto nicht bewertet werden. Stefan, richtig nice. Ich weiß nicht, ob ich den Wagen noch habe. Ich muss ihn auch noch mal... Nee, oder? Wem gehört das? Oliver, wir machen hier nach dem Spot machen wir Feierabend, beziehungsweise starten wir LTS. Du kannst mich aber beim nächsten Stream erinnern, dann darfst du dir einen Spot aussuchen. Gerne. Hier. Für die Nachzügler. Oh nein. Kommt der? Oh Mann, ey. Da kommt er. Oh, ey! Verräter! Oh, jetzt hat er die Lunte gerochen. Boah, ich habe nur Verräter hier. Okay, wir gucken mal die Autos durch. Zwei Leute bei mir. Einer hier. Bitte bei den Autos stehen bleiben. Zwei hier. Einer da. Einer hier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf Leute. Okay, wir haben einen Gewinner. Der Besitzer von diesem Auto hier, von dem Visione. Wer ist der Besitzer?
Alter, warum stellt er sich in meinen Weg? Alter, ich hab keinen Bock. So, wer ist der Besitzer von dem Auto? Es ist Restrox. Herzlichen Glückwunsch, Digga. So, okay. Glückwunsch an Restrox. Wir machen jetzt Folgendes. Wir starten noch ein LTS. Wie versprochen. Thomas, ich stand schon vor dir. Okay, der trifft mich einfach nicht. So, let's go, Leute. Ich lade euch jetzt alle ein. Wieder da, Internet hat sich beruhigt. Boah, Justin, du bist auch vom Glück verfolgt, ne? Aber schön, dass du wieder da bist. So, okay. Also nochmal eine kleine Information. Ich denke, dass der nächste Stream so ein Reaction-Video wird. Ja. Das heißt, ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, welche Videos ihr vorschlagen werdet. Ne? Klar, ich werde wahrscheinlich nicht alle dran nehmen können, aber ich werde versuchen, hauptsächlich auf GTA-YouTuber einzugehen und uns das Ganze nochmal so anzuschauen. Und am liebsten würde ich natürlich auf eure Videos eingehen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Videos selber produziert habt, ne, die einigermaßen vernünftig sind, also wirklich keinen Bock Mist, dann gucken wir die bei mir im Stream an. Thomas täuscht halt einfach nur an. Er will dich entweder nur erschrecken oder er will dich streicheln. Leute, nicht durchdrehen. Das stimmt, Thomas. Ne, also es gibt heute jemanden, der hat mich bestimmt 2-3 Mal erschreckt. Und ihr wisst, wer das war. Ohne Witz, das hat mich dermaßen erschreckt. Ihr müsst euch vorstellen, die Kopfhörer, die ich drauf habe, das sind so In-Ear-Kopfhörer, ne? Das ballert direkt aufs Trommelfell, ohne Witz. So, okay. Das hätten wir. Gut. Wollen wir mal langsam hier. Und let's go. Ja, ganz genau, Legend. Das war Sweetie. So, let's go. Piamo, piamo. Euro, Dollar, Franken, piamo. Piamo, piamo. Euro, Dollar, Franken, piamo. Alter Schwede, mein Gott, ey. Ich glaube, ich habe gerade, wo ich mich erschreckt habe, ist mir hinten was rausgekommen. Alter Schwede. Sweetie. Leute, alle mal Hashtag Sweetie in den Chat. Wegen Sweetie habe ich keine Stimme mehr. Wegen Sweetie habe ich keine Stimme mehr. Alle mal Hashtag Ehren-Sweetie. Und für Sweetie machen wir jetzt die Robbe. Robbe, Robbe, mach die Robbe. Robbe, mach die Robbe. Robbe, ich weiß, dass du das kannst. Robbe, Robbe, mach die Robbe. Robbe, mach die Robbe. Robbe, ich weiß, dass du das kannst. So, Alter, ohne Witz. Ich glaube, da ist wirklich was mitgeflossen. Der Freudenschiss. Ein Schreckschiss. Oh, let's run. Du hast hier wirklich ganz, ganz verrückte Kommentare, hast du. Jawohl. Timmy. Schlangenkopf, schau zu. Ich hab den zerfetzt. Oh, das war knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Überlebt. Mit dem anderes Auto. So. Bin ich nicht einmal nicht am Spenden. Ja, Justin, du musst dir das so vorstellen. Ich glaube, du spendest ja über Superchat. Und dann wird es ja visuell schon ein bisschen angezeigt. Und
Ja, über PayPal wird man dann sozusagen überrascht, weil es wird vorher nirgendwo angekündigt und der Sound, der brettert dir so dermaßen in die Hirse, du erschreckst dich bis ins, was weiß ich. Oh nein. Ey Bruder! Ich muss runter. Sorry. Sonst ist das Auto kaputt. Also kein Fortnite. Ey, wer hat heute das Bild gesehen, das ich gepostet habe im Discord? Von Fortnite. Mach beides. Je nachdem, wo die Patte ist. Mache beides. Ach so. Also ich kann euch, Justin, ich kann euch da vielleicht nochmal was erklären. Es ist so, wenn ihr über den Superchat spendet, ja, gehen 30% an YouTube. Lol. Dann gehen 30% an YouTube. So, das heißt, wenn du zum Beispiel 10 Euro spendest, gehen dann 3 Euro an YouTube. Spendest du 100 Euro, gehen 30 Euro an YouTube. So, und bei PayPal, so wie zum Beispiel der Sweetie das macht oder der Thomas, ist das halt so. Bei 10 Euro sind es vielleicht 20 Cent oder 30 Cent, die abgerechnet werden. Die meisten, die wissen das nicht. Aber das ist ja nicht schlimm, das könnt ihr nicht wissen. Sagst du verbindet, ja, du bist mein Schatzi. Hier der Junge, der ist verrückt. Der ist einfach nur verrückt. Krasser Typ. Ja, ganz genau, Frank. Das war Monopoly. Aber hör jetzt auf, mich zu erschrecken. Ich kann nur über Superchat sprechen. Alles gut, Eli. Alles gut. Ja, Justin, also YouTube ist schon krass, also muss man schon sagen. Ich meine, ich bin froh, dass wir überhaupt so eine Plattform haben, ne? Aber das ist nicht wenig Geld, was da weggeht. Hä, warum fahren die nicht von der Seite raus? Die fahren alle nach links. Das ist scheiße. Lol. Nein. Wo sind die denn? Ah, guck mal hier, der macht eine extra Runde. So. Ah, scheiße, das war zu spät. Ja. Der macht noch eine extra Runde. Komm, den hole ich mir. Der ist für mich. Boah, mit Ansage! So. Bin nur wegen dir verrückt geworden. Ehre, Mann, Sweetie. Ehre, vielen lieben Dank. Die geiern halt über Yadox. Ohne Witz. Let's run, das stimmt. Wo sind die denn? Hä? Boah. Ey Jungs, das ist echt eine gute Runde, muss man schon sagen. Da, wo seid ihr denn? Da kommt einer, da kommt einer. Mit Ansage. Jawohl. Super gemacht, Armin. Hä, wo sind die denn? Wie soll man runterkommen? Hat denn jemand gesagt, dass man hier so... Hä? Lol. Thomas hat irgendjemanden auseinandergenommen. Einer für alle, einer für alle. Hashtag GA Gorilla Army Auto Fanatics for life. Stefan, du hast es gefasst. Hi Gorilla, Timo Heiko tötet sinnlos, Brille 200 und Luis. Wo denn? In der Open Lobby oder was? 1000 Euro sind 300 Euro, was YouTube verdienen würde. Ja, ist wirklich so. Bei 1000 Euro würde 300 an YouTube gehen. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wenn die Leute spenden, dann wollen die ja das, dann wollen die ja unterstützen und dann wollen die ja, dass das Größte oder das Meiste wirklich an denjenigen auch geht und nicht an irgendeine Drittperson. Frag mal Zerda, die 24 Stunden spende. Ja, Digga.
Der Stefan, der hat innerhalb von 24 Stunden 1000 Euro gespendet, Leute. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ohne Witz. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so krasse Leute bei mir habe, die mich so unterstützen. So, Frankie schreibt mir gerade, dass jemand gerade... So. Tut mir einen Gefallen, Frankie. Auch bitte Screenshots nochmal machen. Aber ich glaube dir ja so oder so. So, der wird auch direkt erstmal aus der Crew rausgeschmissen. Weil das macht so keinen Sinn. So, Jungs. Okay, ich kümmere mich ganz kurz nochmal um was. Dann gucke ich hier gerade noch in den Chat, beziehungsweise würde ich sagen... So, gebannt, sehr gut. Okay, also Leute, ich würde sagen, ich bedanke mich. Da sind noch die Gebühren genommen. Ganz genau, er hat sogar die Gebühren bezahlt, der Stefan. Das ist echt krass, ohne Witz. So, okay. Wir machen jetzt Folgendes, Leute. Wir machen jetzt Feierabend. Aber ich starte, wie gesagt, noch schnell eine Community-Party, eine öffentliche Party. Wer will, der kann von euch da gerne beitreten. Ansonsten verabschiede ich mich bei euch und bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Unterstützen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle morgen wieder bei dem nächsten Tuning-Treffen hier auf meinem Kanal. Haut rein!